love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Mein Gott, es ist endlich mal wieder Zeit für einen Vlog. Ich komme gerade nicht zum Vloggen und das muss ich ändern. Ich liebe Vloggen. Also, ihr Lieben, heute geht's los wieder mit einem Family-Vlog. Wir fahren gleich nach Freiburg, weil Liana seit letzter Woche im Fußball ist, hat so viel Spaß dabei und die Trainer haben da nicht gesagt, man muss irgendwie Fußballkleidung kaufen, aber es ist natürlich besser, wenn die Fußballschuhe haben auf dem Rasen, wenn die halt was Anständiges zum Anziehen haben, was nicht die ganze Zeit rutscht. Deswegen haben wir beschlossen, sie möchte da unbedingt dabei bleiben, sie möchte Fußballtraining haben, hat da viel Spaß dran und deswegen werden wir ihr jetzt ein Fußballoutfit kaufen. Deswegen fahren wir nach Freiburg, dann wollten wir uns die neuen iPhones anschauen, falls die schon da sind. Und schön was essen gehen und dann um kurz vor 5 gehen wir ins Fußballtraining. Wir haben die letzten Tage und Wochen viel, viel gemacht. Also das letzte Mal haben wir, glaube ich, gefloggt. Ich habe den Morgenkreis gefloggt und davor haben wir in der Schweiz gefloggt. Seit wir wieder zu Hause sind, sind wir total im Arbeiten drin. André belegt gerade einen Kamerakurs, was richtig, richtig spannend für uns ist. Wir wollen uns natürlich qualitativ verbessern und ja, mit Kamera, also mit der Vlog-Kamera ist ziemlich einfach, aber das ist halt von der Qualität her okay. Aber wir würden gerne hochwertigere Sit-Down-Videos machen, hochwertigere Hühler-Videos. Und dafür brauchen wir eine richtig gute Kamera. Und die bedienen zu können, ist dann aber die Kunst, nicht nur die zu kaufen. Und dazu macht gerade André ein richtig professioneller Kamerakurs, der auch über mehrere Monate geht. Dann habe ich einen Instagram-Kurs angefangen bei Love Life Passport, was mir auch richtig viel Spaß macht, weil auch bei Instagram bin ich meilenweit davon entfernt, irgendwie ein professionelles, schönes Instagram-Profil zu haben. Ich habe da so viele Inspirationen, so viele Menschen, die ich gerne anschaue, die wunderschöne Fotos haben, einen wunderschönen Feed. Aber ja, das konnte ich bisher noch nicht, einfach oft aus dem Grund, dass ich nicht so der Fotograf bin und andere auch nicht. Und da wollen wir uns so ein bisschen hinentwickeln in die Richtung und freuen da uns ganz drauf. Und deswegen geht ganz, ganz viel im Hintergrund, wo ich euch aber auch mitnehmen möchte, weil auch diese Reise ist ja mega spannend. Und auch Tipps und Tricks vielleicht für dich, wenn du einsteigen möchtest in eine Selbstständigkeit oder Social Media, Instagram machen möchtest. Da habe ich ja dann auch immer wieder neuen Input, den ich auch an euch weitergeben kann. Generell kann ich euch das Instagram-Profil und die Kurse von Love Life Passport wirklich sehr ans Herz legen, sehr empfehlen. Ganz, ganz tolle, echte Menschen, die mit einer gar nicht so großen Reichweite, aber sehr, sehr erfolgreich sind. Und die haben jetzt, glaube ich, 125.000 Abonnenten und die geben mir auch gerade in dem Kurs zu verstehen, dass es gar nicht, und das weiß ich eigentlich auch, um viele Follower geht, sondern es geht um echte Follower, es geht um euch, um die Community, die wirklich dabei sein möchte, die nicht irgendwie durch Gewinnspiele kommt oder da gibt es ja auch so Follow-Trains, so Gruppen, folge du mir, ich folge dir, habe ich noch nie gemacht und das ist auch gut so, weil ihr braucht eine echte Community. Ihr braucht Menschen, die euch mögen, die gerne bei euch sind und die euch vertrauen, die euch regelmäßig schauen und supporten und das ist das Wichtige. Deswegen ist die Followerzahl ganz egal. Es ist wichtig, wer da ist und wer aktiv ist und wer echt ist. Und ja, das sind einfach so ganz, ganz viele tolle Dinge, die ich gerade lernen darf. Und da schlagen wir uns gerade die Nächte um die Ohren. André mit seinem Kurs, ich mit meinem Kurs. Dann haben wir von Love Life Passport noch einen Kurs angefangen, wo es um Kreditkarten und Finanzielles geht und so. Erzähle ich euch auch bald mehr drüber. Mega, mega spannend. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach Freiburg und nehmen euch da mit. Dann zum Fußball und dann erzähle ich euch noch am Schluss ein bisschen mehr. Viel Spaß bei unserem Family Vlog. In Freiburg angekommen. Benjamin ist gerade eingeschlafen. Wir sind jetzt gerade im Parkhaus, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir lassen jetzt den Tesla hier gleich laden. In dem Parkhaus. Eigentlich müssen wir es nicht unbedingt, aber dann hat man immer einen schönen Parkplatz, der frei ist. Muss man nicht lange Parkplatz suchen. Genau, deswegen machen wir das jetzt. Wirklich in dem Moment, wo André angehalten hat, ist Ben eingeschlafen. Also vor einer Minute. Ich habe gehofft, er hält es noch durch bis zum Mittagessen. Aber gut, ich habe ihn jetzt in die Trage gepackt. Jetzt kann er einfach bei mir ein bisschen schlafen. Und dann müssen wir ihm vielleicht was mitnehmen zum Essen. Oder ja, er wird jetzt beim Mittagessen auf jeden Fall schlafen. Ja, Mama, ist schon fertig.
Super. Sehr gut. Bist du bereit für dein Fußball-Outfit? Sehr gut. Dann gehen wir jetzt essen und Fußball-Outfit kaufen. Ab zum Auto. Papi holt jetzt gerade da im Chada Thai Nudelsuppe für Liana ihre Lieblingssuppe. Und wir wollen dann im Palästinien Food, Street Food essen und nehmen der Liana die Suppe mit. Was hast du gesehen, Schatz? Ein Flugzeug. Wir sehen gerade so viele Flugzeuge, ne? Gestern schon. Ich bin so gerne in Freiburg. Ich habe hier ja 3 Jahre studiert an der Musicalschule. Und ja, immer wenn ich in Freiburg bin, erinnere ich mich an eine schöne Zeit. Und Freiburg ist auch so einfach eine tolle Stadt, mega chillig. Immer viele Studenten unterwegs, immer Leben. Auch eine sehr alternative Stadt. Echt, echt sehr schön hier. So sieht Lianas Suppe aus. Mmh, jetzt muss ich aber pusten, weil sie ist heiß. Jetzt eigentlich damit euch in den Fanshop und zeigen, was es da alles gibt und aussuchen, und irgendwie waren wir so schnell, weil es eben nur ein Outfit gab, aber das ist mega schön hier mit SC Freiburg von Nike, gesponsert von Schwarzwaldmilch, eine kurze Fußballhose, ein Trikot und Stulpen. Jetzt gehen wir noch auf die Suche nach Fußballschuhen. Der Ben sieht wieder Bagger und Kräne hier in der Stadt und ist total begeistert. So, jetzt gehen wir in den Boni-Sport und gucken nach Fußballschuhen. So, ihr Lieben, jetzt war doch alles ein bisschen zu stressig, um da oft die Kamera in die Hand zu nehmen, weil wir jetzt von Geschäft zu Geschäft gelaufen sind und mit 2 Kindern und auf dem Arm. Und wir haben keine Fußballschuhe gefunden, aber ein ganz tolles Kindertrikot vom SC Freiburg. Es war ein komplettes Set mit Trikot, kurzer Hose und Stulpen für 49,90 oder so, ne? 50 Euro knapp. Alles zusammen, ja. Alles zusammen 50 Euro, also total toll. Fußballschuhe haben wir jetzt auch schon, welche ausgesucht, die werden wir online bestellen. Heute kann sie dann mit den Barfußschuhen Fußball spielen, hat sie letzte Woche auch gemacht. Papi, du musst jetzt hier irgendwo umdrehen. Es ist jetzt schon 3:30, in einer Stunde müssen wir schon auf dem Fußballplatz sein. André geht heute nicht mit, weil er hat noch seinen Kurs und muss mit Mia laufen. Das heißt, wir fahren jetzt schnell nach Hause. Ich muss schnell reingehen, mich umziehen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ah, eine große Flasche Wasser holen für Liana. Und dann fahren wir gleich weiter zum Fußball. Da kann ich leider nicht vloggen, weil ne, das sind ganz viele Kinder, die ich natürlich nicht hier einfach zeigen kann. Deswegen ja, mal schauen, wenn ich mich gleich wieder melde. Ach so, ich war gerade noch kurz bei Starbucks und habe mir einen Schokoladenkuchen gegönnt. André wollte einen Karamell Macchiato, ich habe mir so einen Lemon Ice Tea geholt und Liana hat einen kalten Kakao. So, ihr Lieben, das ist jetzt ein harter Cut vom letzten Vlog zu diesem. Wir waren, nachdem wir in Freiburg waren, ja beim Fußball, da habe ich nicht gevloggt, weil so viele Kinder da waren. Und dann waren wir danach noch was essen und irgendwie habe ich die Vlogkamera nicht mehr in die Hand genommen. Deswegen Tag Nummer 2, wir gehen heute in den Europapark und nehmen euch mit. Im Europapark ist schon alles auf Halloween geschmückt und da können wir euch jetzt ganz viele, ja, neue Deko-Länder zeigen. Der Europapark schon komplett im Halloween-Thema.
So, ihr Lieben, eine kleine Stärkung erstmal, Mittagessen. Vegetarische Lasagne, die Kinder haben Nudeln. Einmal Bändchen mit Tomatensauce, Liana wollte lieber ohne. Oliven haben wir noch für alle und der Papa hat eine Lasagne Bolognese. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr merkt, wie es gerade mit den Vloggen klappt. Nicht so gut, deswegen haben wir jetzt schon den dritten Tag in einem Vlog. André war gerade einkaufen und ich zeige euch mal, was er mitgebracht hat. Bändchen will jetzt schon Tofu-Würstchen. Also ihr Lieben, es hat Milch gefehlt, Hafermilch und Kuhmilch, eine Sahne, Crunchy Müsli, das ist so, so lecker, habe ich gerade richtig Lust drauf bekommen. Werde ich jetzt zum Frühstück essen. Dann haben wir einmal Kartoffeln, weil wir heute Mittag Kartoffelgratin machen wollen. Spätzle, André hat sich hier irgendwas von der Theke geholt. Buttercroissants zum Frühstück, Tofu-Würstchen wie immer, Salat, Emmentaler gerieben und dann haben wir mal wieder zwei Knorr-Sachen mitgenommen. Wenn es schnell gehen muss, Rahmsoße und Kartoffelgratin. So, jetzt gibt es ein schnelles Frühstück. Ein schnelles, schnelles Frühstück. Einmal Crunchies mit Hafermilch. Mh, lecker, lecker. Warum schnelles, fragt die Liana. Weiß nicht, weil normalerweise machen wir immer ein großes Frühstück und viel steht auf dem Tisch. Und heute haben wir ein schnelles Frühstück. Heute haben wir viel vor. Heute haben wir Kinderturnen, heute haben wir Fußball, heute muss Papi einiges im Büro machen, Mami auch. Mmh. Zeigst du unser Essen? Zeigst du dein Essen? Mein Kurs. André muss seinen Kurs machen. Schatz, hast du was im Auge? Nervöser Tick oder? Also der Papi muss heute seinen Kamerakurs machen. Wie läuft's eigentlich mit deinem Kamerakurs? Oh, warte mal, das Mikrofon muss dann zu dir, wenn du sprichst. Gut. Bitte blöd. Ich wollte mich heute eigentlich extrem schön machen für euch, weil ich habe gestern meine Haare gefärbt und ich wollte so kletten und schminken und dann so anfangen, so Vlog, hi. Und dann hat mich ganz schnell wieder die Realität eingeholt. Ich habe nicht Zeit für sowas. Ja, mein Schatz. Vielleicht ist jemand gekommen und hat geschminkt. Nee, Schatz, wir machen doch das Kinderturnen. Da schmückt keiner für uns. Liana möchte gerne Halloween-Kinderturnen, aber es ist noch ein bisschen früh. Wir machen noch Halloween-Kinderturnen, aber noch nicht am Anfang vom Oktober. Das ist erst Oktober, Mann. Heute hat Opa Geburtstag. Wenn wir gleich singen und ein Video machen. Ihr habt gerade ein bisschen gehört, es ist viel los heute. Ich habe das erste Mal wieder Kindertouren nach so langer Zeit. Wir werden da mindestens eine Stunde früher in die Halle gehen und aufbauen und ich werde euch mitnehmen, wenn keiner früher kommt. Aber da werden wir heute früh hin, um einfach einen schönen Parcours aufzubauen. Danach haben wir Fußball. André hat seinen Kamerakurs, den er angefangen hat. Ich habe zig Sachen, die ich eigentlich auf dem Schreibtisch abarbeiten müsste. Aber wir wollen uns nicht überfordern. Finanzen muss André machen. Wir müssen unseren Trip planen, weil am Montag geht's los nach Stuttgart. Wir fahren in die Hühlerzentrale mit... Montag! Mit unserem Team. Wir haben ja schon ein großes Team und alle sind Mamas und alle haben Kinder und wir treffen uns endlich mal. Also ein Großteil unseres Teams trifft sich am Montag in einem Spieleparadies mit Kaffee. Ach, die zwei. Wir machen einen tollen Ausflug mit dem Team, da nehmen wir euch auch mit. Also ja, es steht einiges an und wir müssen uns jetzt wieder daran gewöhnen, öfters zu vloggen. Wir haben so viel zu tun, aber das Vloggen muss wieder sein. So viele schreiben mir, Jana, du kannst uns das nicht antun, fang wieder an zu vloggen. Also müssen wir das wieder organisatorisch hinbekommen, mehr zu vloggen. So, ihr Lieben, Frühstück und dann kriegt jeder seine Aufgaben hier. Ein bisschen gerichtet, ihr Lieben. Jetzt geht's los. Bändchen schläft, Liana darf einen Vlog anschauen und ich werde das Mittagessen richten. Wir machen jetzt Kartoffelgratin und Salat und ich habe so die Befürchtung, dass die Kinder das Kartoffelgratin vielleicht nicht essen werden. Deswegen mache ich mal noch Spätzle mit Rahmsoße an der Seite, dass ich so eine Option habe. Die gehen ganz schnell, 2 Minuten, wenn sie sagen, nee, das will ich nicht essen. Ich wollte eigentlich jetzt noch schnell einkaufen fahren, aber Bändchen war müde und ich finde das gut, dass er jetzt schläft, weil wir heute ja einiges vorhaben. Also mache ich jetzt das Mittagessen. Süße Maus? Mama. Ja. Ich hab Hunger. Ja, ich mache jetzt Mittagessen. Isst du Kartoffelgratin? Kartoffeln mit Sahne und Käse? Nee, lieber Spätzle. Spätzle?
Das sind Kartoffeln, das magst du ja gerne. Die machen wir in eine Form und dann machen wir Sahne und geschmolzener Käse drüber. Ja. Magst du? Probieren wir mal, okay? Super. Wir brauchen noch Fußballschuhe. Das muss nicht unbedingt heute sein. Das könnten wir auch an einem anderen Tag machen, aber wäre halt cool, weil es dann gleich heute ausprobieren könnte. Und wir wollten noch irgendwas einkaufen. Ah, ein bisschen Deko für meinen Papa. Der hat nämlich heute Geburtstag. Die sind aber unterwegs mit dem Wohnmobil, kommen morgen zurück. Und dann wollten wir ein bisschen die Wohnung schmücken. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, jetzt erstmal kochen, die Zeit nutzen, dass Bändchen schläft und dann geht's weiter. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't kid around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only Ich bin ja jemand, der Kochen überhaupt nicht genießt, ne? Ich bin so jemand, ich könnte mir jeden Tag was bestellen. Also ich koche nicht wirklich gerne. Ich esse gerne, aber ich koche nicht wirklich gerne. So viel Zeit wieder irgendwie verbraucht, Fokus zum Kochen. Aber jetzt haben wir Kartoffelgratin, Ofenkürbis, Salat und jetzt mache ich gerade den Kindern noch Tofuwürstchen und André brät sich noch ein Steak. Schnell essen und dann geht's zum Kinderturnen. Wir sind in der Sporthalle und fangen jetzt an mit Aufbauen. Alle sind super aufgeregt, Liana, Bändchen und ich, weil es jetzt endlich wieder losgeht. Wir bauen den Parcours auf. So ihr Lieben, eine schnelle Tour durch unseren Parcours, die kommen gleich. Ich muss mich beeilen, das ist so der Kleinkind-Parcours, wo die einfach drüber und drunter klettern können. Hier ein kleines Trampolin, hoch auf den Kasten, mit den Ringen rüberschwingen und die Bank wieder runterklettern oder für die Kleinen einfach hier wie ein Äffchen schwingen. Das große Highlight wie immer unsere Rutsche. Hinten hoch mit der Bank und dann hier runterrutschen. So, und jetzt fehlt noch das. Da mache ich jetzt verschiedene Seile rein und dann wird das eine Wackelbrücke. So ihr Lieben, wir sind kurz zurück zu Hause. Ich musste Ben aus seinem Mittagsschlaf aufwecken und ohne Mittagessen zum Kinderturnen schleppen, der Arme. Er hat aber super viel Spaß, genauso wie Liana, genauso wie die anderen 20 Kinder. Es war wirklich total schön, ein super Erfolg. Jetzt sind wir aber nach Hause, weil ich jetzt unbedingt eine Portion Nudeln mit Tomatensauce machen muss. Beide Kinder haben Hunger, werden jetzt was essen und dann geht's weiter zum Fußball. Jetzt gehen wir dann wieder nach Hause. Bist du bereit? Ja, 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 ja. Oh, wow. Baby, war das Fußball gut? Ich habe ja. Ich habe ja. Fandest du das Fußball gut? Ja. War cool heute, ne? Ja. Ja. So, Fußball auch geschafft. Jetzt gehen wir noch kurz einkaufen. Geschafft. Der Tag ist geschafft, ihr Lieben. Kinderturnen, Fußball, jetzt wollen wir noch ganz kurz einkaufen, ich zeige euch kurz unseren Food Hall. Wir waren kurz im DM, weil wir Zahnpasta gebraucht haben für die Kinder. Wir nehmen immer das von Veleda, das Kinderzahngel. Papi hat sein Shampoo für Körper, Haare und Bart gebraucht, das nimmt er immer. Und dann habe ich, ihr Lieben, ich gehe fremd. Normalerweise, seit ich mich schminke, nehme ich immer die gleiche Wimperntusche. Aber super, mein Schatz. Jetzt habe ich mal eine neue ausprobiert und die macht so tolle Wimpern, ist super günstig von Essence. Das Einzige, was so ein bisschen blöd ist, sie schmiert. Also wenn man schwitzt oder länger... Ja, was machst du denn? Brustet mir ins Bein. Ja, also wenn man länger die drauf hat, dann hat man unten irgendwann so ein bisschen schwarze Ränder. Genau, das war der DM-Einkauf. Da kommt schon was in die Kamera reingehalten. Warum? Was ist das? Erklären Sie. Nee, ich.
Die Mama hat ein Süßigkeitenproblem und deswegen habe ich natürlich wieder Süßigkeiten gekauft. M&M's mit Schokolade gefüllt. M&M's mit... Ist für dich, genau. M&M's mit Nüssen ist für Mama. Kaffee, Keksschokolade auch für Mama. Sahnepudding auch für Mama. Mama hat ein Süßigkeitenproblem. Mama! Dann habe ich... Genau, zeige ich es jetzt gleich. Ich möchte nämlich heute Abend Brotzeit machen. Und wir waren im Lidl, da waren wir schon ewig nicht mehr. Wir gehen eigentlich immer im Edeka einkaufen. Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere mal ein paar neue Sachen aus und wir machen mal lecker Brotzeit heute Abend. Leider sehr wenig Bio. Das, ne, ist nicht so gut, aber wir haben ein paar vegane Sachen gefunden. Und jetzt machen wir eine Brotzeit. Für Papi haben wir eine Antipasti-Platte mitgenommen. Ich habe einmal Orbatsta mitgenommen, ein Antipasti-Teller, zwei vegane Salate, einmal Fleischsalat mit Gurke, einmal Budapester-Salat mit Paprika, einmal Emmentaler Käse für Liana, einmal französischer Camembert, einmal Feta, aber den machen wir nicht heute, und Backpapier hat gefehlt. So, der Papi hat für Bändchen noch Gurke, Paprika und Tomate geschnitten. Liana möchte Käsetraubenspieß. Oh, alle super kreativ heute. Und ich möchte alles essen, was ich gerade gekauft habe. Ich habe so Lust auf diese ganzen Antipasti-Dinger. Orbatsta. Oh, jetzt war ich im DM und habe vergessen, Pflaster zu kaufen. Ich habe immer noch ein Kinderpflaster. Die veganen Salate. Der süße Senf mit Camembert. Mmh, richtig Lust jetzt auf Brotzeit. So, ihr Lieben, die kleinen Süßen schlafen jetzt. Ich sitze hier unten im Studio, weil wir jetzt gleich um 22 Uhr noch eine Präsentation haben von einem neuen Produkt. Und ich schaue gerade das letzte Video an, was ich mit André gedreht habe. Das hat er gerade geschickt. Das werde ich jetzt auch noch schnell kontrollieren und dann online stellen, beziehungsweise vorbereiten und morgen online stellen. Jetzt ist es schon zu spät zum Posten. Da gucken dann die wenigsten und dann hat es schlechte Insights, ne, wenn nicht so viele gleich gucken. Deswegen werde ich das vorbereiten und morgen posten. Ja, noch einiges zu tun. Mal gucken, vielleicht schneide ich diesen Vlog noch. Ich hoffe, ich habe jetzt einen Vlog für euch zusammen. Das wird so ein 3-Tages-Vlog, weil ich habe an 2 Tagen kurz gevloggt und dann heute eben nochmal. Und ihr Lieben, ich sehe schon wieder aus. Wenn ich die Kinder ins Bett bringe, dann bin ich immer total zerstört danach vom Gekuschel. Was wollte ich euch jetzt sagen? Ich schneide jetzt das Video und das wollte ich sagen, genau, ich gelobe Besserung. Ich will wieder mehr vloggen, ich will das schaffen, ich liebe es zu vloggen. Ihr Lieben, bis zum nächsten Vlog. Ciao. Am Montag, heute ist Freitag, am Montag werden wir nach Stuttgart fahren. Wir werden dort uns mit unserem Team treffen oder vielen Menschen aus unserem Team. Und am Dienstag, Mittwoch auf der Schulung bei Hühler sein. Und da nehme ich euch auch auf jeden Fall ein bisschen mit der Kamera mit. Und da freue ich mich auch drauf. Ist wieder so ein kleiner Ausflug und da geht das Vloggen immer leichter, weil man nicht so viele Verpflichtungen hat wie zu Hause. So, bis zum nächsten Vlog. Ciao.